Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nicht heiß erwarteten, aber trotzdem jetzt durchgezogenen Let's Play zu Pokepark Wii. Ihr wundert euch vielleicht, wer diese bezaubernde junge Dame neben mir ist. Podcast-Zuhörern sollte sie schon bekannt sein, denn das ist die gute Pummi. Genau, ich bin die Pummi. Ihr habt mich schon mal gehört oder vielleicht auch nicht gehört. Jetzt seht ihr mich auch. Ich hoffe, ich hoffe, dass Sie dich auch schon mal gehört haben. Ja, ich hoffe es auch. Es wäre ein Frevel, wer meine Videos guckt und nicht meine Podcasts hört. Nein, tatsächlich gucken sich, glaube ich, oder hören sich die meisten Leute die Podcasts gar nicht an. Aber wir machen das, weil uns das Spaß macht. Genau. Ja, deswegen tun wir das so weiterhin. Ja, vor zwei Wochen, wenn ihr auf dem Kanal am Ball bleibt, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass Sefitz da war. Und da haben wir ja echt lange uns dieser Tortur namens Pokepark Wii ausgesetzt. Und heute sind wir beide fest entschlossen, das Ding endlich zu beenden. Ich mache 3 Kreuze, wenn es rum ist. Es war eine harte Quest, könnte man sagen, im Videospieljargon. Ohne Umschweife wollen wir die Scheiße jetzt endlich beenden. Ich möchte das Spiel danach auch nie wiedersehen. Wirklich nicht nie wiedersehen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt wieder ins Spiel. 5 Stunden, dass ich schon 5 Stunden 45 da rein investiert habe, ne? Das, weißt du, es sind, ja eben, du denkst, es sind nur 5 Stunden 45. Es kommt dir aber vor wie 50 Stunden 45. So, das ist. Krass. Unfassbar krass scheiße, ey. Ja, hoffentlich werde ich das Ende erleben, wenn ich schon den Anfang nicht erlebt habe. Stell dir mal vor, wir würden jetzt nochmal 5 Stunden bohren, ey. Also mit Sefitz habe ich ja letzte Woche, nee, vor 2 Wochen, ganze 3,5 Stunden am Stück gespielt. Und das war schon sehr anstrengend. Und mal sehen, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wo wir waren. Wir waren auf jeden Fall hier in dieser Magma-Höhle. Wir sollten einfach alle Pokémon ansprechen. Das ist der Grundgedanke des Spiels tatsächlich. Einfach alle Pokémon ansprechen. Hier, da, Mobile. Mobile, richtig. Ah, wow. Mobile. Wir kommen in der Höhlenzone. Er ist reingefallen. Genau, ach ja. Natürlich lesen wir auch die Pokémon immer abwechselnd. Ne? Also okay, dann fängst du jetzt an mit Mobile und ich nehme dann das nächste Pokémon. Wobei das nachher sowieso wahrscheinlich wieder ineinander verlaufen wird, weil dann habe ich mit Sefitz auch so gemacht. Okay. Du bist hier in der Magma-Zone. Lass uns spielen. Verstecken ist mein Steckenpferd. Lass uns Verstecken spielen. Ja oder nein? Der bunte Axelordner da oben links zeigt uns an, dass wir schon mit allen Mobiles befreundet sind. Das Spiel ist nämlich extrem rassistisch. Wenn du mit einem Pokémon befreundet bist, bist du direkt mit allen Pokémon dieser Art befreundet. Und das sagt uns das Regenbogenbuch. Das Regenbogenbuch, genau. Deswegen machen wir das auch nicht. Weil wir sind ja schon mit Mobile auf Facebook befreundet. Dann lass uns aber ein anderes mal spielen, versprochen. Nein, Mobile, fick dich. Aber das ist eh vom Typ Stein. Das stimmt, das juckt ihn nicht, ne? Wirklich. Auch wichtig zu erwähnen, tatsächlich, Sefitz wohnt in Berlin und Pummi wohnt in Köln. Das heißt, es ist auch was Besonderes, dass sie tatsächlich sich auf den Weg hier in das grottig, furchtbar stinkende Salzgitter gemacht hat, nur mit mir dieses grottig stinkende Spiel Pokepark Wii zu spielen. Ja, weil er hat natürlich erzählt von der fürchterlichen Tat, dass er gespielt hat, aber nicht aufgenommen hat und war super demotiviert, es nochmal zu spielen. Und dann haben wir angeboten, hey, komm, machen wir es einfach gemeinsam, weil wir schaffen das. Ja, das war in dem Videospiel-Enttäuschung im Podcast. Und das gesamte Spiel ist eine große Videospiel-Enttäuschung einfach nur. Warte mal. Ich glaube, das hat man das letzte Mal schon gemacht. Kreisel kein rein mit Rioni. Führen über das Bild. Das hatten wir schon. Diese Frage, wo wir jetzt sind. Mächtig. Das ist wirklich tatsächlich eines der hässlichsten Pokémon, die es gibt. Alter, ne, guck mal, das ist die Weiterentwicklung von Rizoros. Und Rizoros ist an sich schon ein relativ cooles Pokémon. Und dann guckt ihr mal an, was sie aus diesem Ding gemacht haben. Es ist zumindest so mächtig und breit, es sieht aus, als hätte so ein Gürtel. Ja, es ist einfach. Warum gibst du diesem coolen Pokémon orangene Quadrate random? Warum gibst du ihm einen komischen quadratischen Schwanzklotz? Also, hier macht vieles keinen Sinn. Das ist. Aber warum gibt es bei Pokémon Schlüsselanhänger als Pokémon oder Eistüten? Ja, wir haben vorhin schon darüber diskutiert, welche Pokémon denn hässlich sind, welche Pokémon hübsch sind. Ich glaube, ich habe bei Pummi den Hauch eines Genrunners gewittert. Was aber auch vollkommen normal ist, wenn man schon lange kein Pokémon mehr gespielt hat. Ja. Aber. Was heißt lange nicht gespielt? Also, ich habe nur in X festgestellt und in Moon festgestellt und es gab noch in Weiß oder Schwarz.
Irgendwo gab es plötzlich auch dieses Pokémon, denn ich glaube, am schlimmsten fand ich Drift-Zeppeli. Oh, das ist unser Homie hier, Drift-Zeppeli. Das ist ein Zeppelin. Ja. Es ist Was machst du da? Ich muss hier gegenhauen. Ja, ja, jetzt geht da nämlich das Feuer aus. Das weiß ich nämlich noch. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Das mussten wir in einer 5-minütigen Animation ankündigen. Das viel bescheuertere ist ja, guck mal, hier war gerade Feuer. Hier und hier. Und ich konnte trotzdem nicht hier hindurchgehen. Es war einfach too hot. Ja, aber dieses Pokémon, es ist ein Pokémon. Es kämpft auch regelmäßig gegen Pokémon vom Typ Feuer oder das so. Das heißt ja nicht, dass es unbesiegbar ist. Ja, aber egal. Oh, Kleinstein. Kleinstein. Der Hebel sieht verlockend aus, aber ich traue mich nicht, ihn umzulegen. Einen Wettkampf willst du? Wie wäre es mit Verstecken? Nein, fick dich, ich will kein Verstecken spielen. Jeder nur Verstecken spielen. Ja, die meisten wollen nur Verstecken spielen, ja, irgendwie. Irgendwann können wir auch nicht zusammen Verstecken spielen, wir kann schon. Warte mal, aber hier haben wir das schon. Hä, das ist aber auch voll viel. Ich glaube, ich musste... Warte, was ist denn das? Was ist denn überhaupt in diese Höhle? Ich glaube nicht, dass wir hier... Da war so ein Vogel, was ist mit diesem Kakabu? Das ist, Plauderei. Aha! Also die Hängebrücke in der Marktmannzone herabgelassen. Was ist das für ein Hängebrücke? Will er mich ausrauben? Er sieht doch so aus. Das sieht wirklich so aus? Ein bunter, fröhlicher Vogel. Ja, Marktmannzone. Ja, was? Das war ein Ausrufezeichen. Und? Ja, gut, sagt er, aha. So nach dem Motto, du Schelm. Okay, okay. Lies weiter. Lass den Hut von Makaro das Tor öffnen. Begib dich zu Logok. Punkt. Ach, okay, zu Logok. Kaka. Aber wie ich habe jetzt Sefitz die Regel aufgestellt, wir sagen nicht Logok, wir sagen Logok. Okay. Logok. Es ist der Logok, der tiefe Schwanz. So. Na, hier, da ist dein Lieblings-Pokémon. Wo ist es ein Schlüssel? Nee, hier, der. Wo bist du denn? Hä? Trifft sie Peli! Ich hasse dieses Pokémon. Als ich das erste Mal gesehen habe, hab ich mich einfach nur gefragt, was ist passiert? Seit wann ist das Design so schlecht geworden? Naja, also Drift-Zeppeli ist auf jeden Fall... Ich korrigiere mich, was war das? Das ist Lepomentas. Lepomentas ist cool. Das sieht aus wie ein Alien. Das ist doch so ein bisschen... also nicht unbedingt... Oh, ist das große nicht unbedingt... Oh, ich hab den Augen zu gemacht. Ich hab gehört, was du gesagt hast. Lepomentas ist Bodenpsycho. Ist auch so ein antikes Pokémon irgendwie, was in so einer Höhle irgendwie lebt. So, keine Ahnung, alte Mayas oder irgendwie sowas. Hat das auf sich? Nein, war es nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich zu Logok komme. Warte mal, hier bin ich jetzt. Kann man nicht an dem vorbeigehen? Kann man nicht fliegen? Guck mal, es geht doch noch so links nach oben. Ja, da war ich aber gerade. Da bin ich ja gerade lang gelaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich schon den ganzen Weg ausgereizt habe. Musst du echt die ganze Zeit im Dummelsrennen? Ja, muss ich. Sonst hört Pikachu auf. Siehst du. Das ist einfach unfassbar kacke, Mann. So, warte. Fette Maus. Fette kleine Maus, ja. Hier ist Nocturne. Nocturne. Hier war ich, habe ich den Hebel aktiviert. Weißt du, wir hätten machen sollen, wir so ein Pokémon-Puzzle-Battle machen sollen. Da hätte ich ja krass gegen dich verloren. Ach Gott. Gumi ist nämlich unfassbar gut, tatsächlich in Pokémon-Puzzle-League. Die ist richtig krass gut in Pokémon-Puzzle-League. Ein bisschen. Du hast früher mit deiner Schwester gesuchtet. Ja. Und deswegen ist sie, ja weiß ich nicht, sobald sie Pokémon-Puzzle-League spielt, wird der N64-Controller zu einer Verlängerung ihres Arms. Eisenerz habe ich. Ach stimmt, ich musste mit dem Eisenerz. Happy Birthday! Lass mich raten, jetzt müssen wir die ganze Zeit ultra lang, so richtig lahm irgendwo hinlaufen. Ja. Und es irgendwo hinwerfen, am besten werfen wir es noch daneben und müssen nicht mal vorne rein. Nee, wir müssen es tatsächlich in so einen Schmelzofen packen. Und in dem Schmelzofen können wir das dann zu einer Stange oder zu einem Rad machen. Zu einem Zahnrad. Aber ich weiß nicht genau, wofür ich es brauche. Haben wir das Rad oder die Stange? Also die Stange hatte mir für die, für diese Hebel, wo ich vorhin noch gegen gerannt bin, da war halt kein Hebel drin. Deswegen haben wir eine Eisenstange gemacht und dann, hatten wir halt einen Hebel. Ja, okay, also machen wir jetzt Räder. Ich glaube, wir machen noch Rad. Ich probiere das einfach mal aus. Das dauert ewig, ne, bis wir da sind. Ich wusste ja, es dauert ultra lange, Alter. Müssen wir hier drüben zu Kamerupt. Ist das das Happy Hippo Snack? Happy Hippo Snack, ja. Ist das jetzt Happy Hippo Snack? Das ist zu freuen. Er sieht aus wie IA. Von Puvia. Den findest du ja, sieht wie noch ganz okay. Halt, Kamerupt. Eingeschlafene, fette Kuh. Ich sag ja IA. So, welche Form gießen? Länglich, rund. Genau, machen wir ein rundes Ding.
beides. Länglich und rund. Wow. Wir wollen jetzt eigentlich bestimmen, ob das länglich oder rund war. So. Ich bin einfach rausgekackt von dem Ding. So. Also, nehmen wir das Ding hin. Da wollen wir jetzt wo rein? Jetzt haben wir hier so ein Beyblade. Cool, das ist so ein Kreisel. Ja, ja, mit diesem Beyblade können wir jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben oder nicht, aber mit dem Beyblade konnte ich jetzt, glaube ich, hier bei Rihornior irgendwie... Ein bisschen Kreisel in. Ja, ja, ein bisschen Beyblade spielen. Aber das habt ihr noch nicht... Das habt ihr bestimmt schon gemacht. Ich glaube, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, ich glaube, wir haben es gemacht, aber... Das Schlimme ist, du bist ja dabei gewesen. Ja! Möchtet ihr erneut spielen? Erneut? Nee, siehst du, haben wir anscheinend schon gemacht. Das macht 20 Meter. Okay, dann eben bis nächstes Mal. Ja, aber wo muss ich hin? Oh, wenn ich... Gibt's denn nicht irgendwie so ein... Was das letzte Mal geschehen ist? Das wäre schön. Wo gepackt wir ihn? Aber so gut ist das Spiel nicht. Weg damit. Ich weiß echt nicht. Oder kann ich mit der Lore vielleicht jetzt schon weiterfahren? Lass das doch nicht liegen, das war wertvoll. Dafür sind wir 5 Minuten durch die Gegend gelaufen. Das kostet Zeit. Ich kann sie ja vielleicht... Ich kann es mir ja später wiederholen. Aber vielleicht kann ich mit der Lore, das war nämlich auch so behindert, als wir in der Höhle waren, da mussten wir uns auf diese Lore setzen und gesagt, ja, du kannst mit in die Magma-Zone fahren. Jetzt kannst du mit der Lore in die Magma-Zone fahren. Und dann haben wir uns in die Lore gesetzt, die Lore ist losgefahren, und auf einmal blieb sie in derselben Höhle vor so einer Tür stehen. Wir denken uns, wow, es geht anscheinend doch nicht. Dann haben wir fast noch eine halbe Stunde noch hier rumgesucht, bis wir dann verstanden haben, wir hätten uns einfach nochmal in die Lore setzen müssen und dann sagen müssen, jetzt wollen wir in die Magma-Zone. Ja, das ist Game Design at its finest. Ja, ich habe versucht, den Controller dann zu essen. Würdest du die Höhlenzone? Nein, ich bin die Höhlenzone. Oh, ein Vulpix! Ja. Vulpix ist ein schönes Pokémon zum Beispiel. Das stimmt, Vulpix ist schön. Und Vulnona ist auch cool. Oh, Vulnona. Ich kann mich immer nie entscheiden, welche. Ich habe immer, also ich mache das ja immer so in meinem Pokémon-Team. Ich habe immer so eins von jedem Typ, will ich haben. Ja, das macht auch Sinn. Ne? Aber es gibt einfach manchmal so einfach. Welche von einem Typ, die ich alle geil finde, und dann kann ich mich nicht entscheiden. Beispiel hätte ich voll gerne einen Vulnona, ich hätte auch voll gerne einen Arcani, aber ich hätte auch gerne einen Galoppa. Und einen Jurak. Du kannst natürlich auch nur auf Feuer-Pokémon trainieren, das geht auch. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur ineffektiv. Ja, ineffektiv. Das macht keinen Sinn. Und dann spiele ich gegen meine Freunde und alle wissen, oh, ich mein Wasser-Pokémon, klatsch ich Pummi. Porenta. Porenta. Oh, warte mal, hier haben wir einen. Oder Mackschnecken. Nee, Makago. Makago. Irgendwas mit Schnecke. Ich kann nicht reden. Was sagt er uns? Du hast es endlich hierher geschafft. Du bist doch jener gelbe Blitz, von dem alles hier spricht, oder irre ich mich? Zackig. Jener, der Bisaflor und Empoleon besiegt haben soll. Nun, dann werde ich dich einmal genau unter die Lupe nehmen. Also gut, ich lass dich durch das Tor, wenn du das Plattendreschen mit Bolteros in der Höhlezone und die Kreiselkeilerei mit Rihornior in der Magmazone gemeistert haben solltest. Hab ich auch. Super, du hast beide gemeistert. Sinn. Das ging sehr schnell, wie ich das gemeistert habe. Aber man nennt dich ja nicht umsonst den gelben Blitz. Hier, ich öffne dir das Tor. Okay, jetzt kommen wir zu Lokok anscheinend. Yellow Thunder. Yellow Thunder. Er ist eigentlich der Hokage. Das ist der gelbe Blitz. Ich glaube, den Witz habe ich das letzte Mal schon gemacht. Black and Yellow, Black and Yellow. Lokok befindet sich auf der anderen Seite. Viel Erfolg. Jetzt ist er mein Freund, weil er mir das Tor aufgemacht hat. Geil. Achso, übrigens. Voll die behinderten Freunde, wenn die nur so, weißt du, wenn die was von dir wollen und um dann befreundet zu sein. Ja, ja. Ja, weil das ja so schlimm ist, können wir natürlich auch jetzt wieder nur mit Alkohol das Ganze ertragen. Muss man ganz ehrlich sagen. Kinder, nimmt keine Drogen, trinkt keinen Alkohol, das ist nicht gut für euch, aber ihr macht es trotzdem. Ja. Das ist. Prost. Prost. Diesmal etwas härtere Sachen, weil es glaube ich auch wieder gemeiner ist. Wir trinken hier, falls es jemanden interessiert, ein Mischgetränk von einem großen deutschen Kräuterlikörhersteller. Und ja, oh guck mal, jetzt sind wir hier. Oh, ein Lumanda! Und Orangenlimonade. Und Orangenlimonade, das ist gut. Okay, du musst Lokok sprechen. Willkommen, gelber Blitz. Was sagst du, wenn wir uns nicht verbünden, gemeinsam kämpfen, wie die Pokémon hier im Pokepark dazu bringen, sich zu versöhnen? Du hast gerade eines der coolsten Pokémon schwul gemacht. Bist du stolz auf dich? Ja, das würde Schlaghosen tragen, das sind meine Eier. Ja, stimmt, so ein bisschen. Es ist Disco-Lokok!
Okay. Wie bitte? Ich soll mich gefälligst wieder mit Pisaflor und Emporion vertragen. Sag bloß, du bist auf der Seite dieser beiden Nichtsnutzer. Pisaflor ist ein altes Sensibelchen und Emporion zu Recht haberisch. Nur ich bin der einzig Wahre. Ich dachte eigentlich, du wärst ein würdiger Partner für mich. Aber wenn du so tickst, habe ich mich wohl in dir getäuscht. Vor allem, du wärst... Sprich zur Hand. Vor allem, du wärst ein würdiger Partner für mich. Weil er spricht so, er ist ein Sensibelchen und er ist so... Ich glaube, die hatten eine Dreiecksbeziehung. Schon richtig, dass ich ihn gegengesprochen habe. Ja, deswegen. Das war doch eine sehr gute Entscheidung von dir. Was der Pokepark wirklich braucht, ist ein starker Anführer. Um diesen Posten fühle ich schon sehr gut allein aus. Wenn du dich unbedingt mit mir anlegen willst, dann kämpfe erst mal gegen Glumanda da drüben und zeig mir, was du drauf hast. Jetzt darf ich Glumanda damit ich Zeit schinden kann und mich verpissen kann. Wahrscheinlich. Pikachu, vorher mag ich vielleicht verloren haben, aber das lag ganz allein daran, dass ich nur mit halber Kraft gekämpft habe. Diesmal gebe ich allerdings alles und du tust besser dasselbe. Okay. Oh mein Gott, der hat schon mal gegen dich verloren. Ja, anscheinend. Boah, er hat jetzt aber eine Hälfte mal mehr. Hey, der rennt einfach nur weg, weißt du? Ich kämpfe gegen dich. Erstmal wegmarschieren. Von mir geschockt werden. Oh nein, es tut mir jetzt irgendwie leid, wenn es am Boden liegt. Ich mag Glumanda so sehr. Glumanda ist. Wow. Wow, da, aber. Los, mach ihn fresh. Ja, ich mach uns gleich den Eisenschweif. Aber ich denke immer an die Pokémon-Folge, wo Ash das Glumanda gerettet hat. Das war echt cool, ja. Das war emotional. Weißt du, und Blowcock steht da hinten und hilft einfach nicht mehr. Weil der lässt einfach Kinder für sich kämpfen. Guck dir mal diesen kranken Bastard an. Da kämpfen zwei Pokémon-Kinder gegeneinander und er freut sich daran. Das ist so traurig. Irgendwie finde ich es schlecht, dass wir es besiegt haben. Ja, ich habe gerade schon so viele Pokémon hier besiegt. Aber die anderen waren auch alle blöd, aber Glumanda ist einfach süß. Ja, stimmt. Hilf! Obwohl ich alles gegeben habe, hast du mich besiegt. Du bist echt stark! Ich hab mich schon zweimal besiegt. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen! Ja, Glumanda steht auf Schmerz. Du hast nicht was drauf, Pikachu. Ich meine, in dir Pisaflor milde und den Polens Stern als Herz, was ich eben noch beleidigt habe, wie erkennen zu können. Eben war die noch scheiße. Aber ja, jetzt haben wir mal Stern an den Herzen. Ja, das sind doch immer so viel cool. Aber wie sieht's mit Muskelkraft aus? Das wollen wir doch gleich mal überprüfen. Ich muss ja wissen, worauf ich mich einlasse. Versuche das Felsschmettern zu meistern. Wenn dir das gelingt, erkenne ich dein Könnt an und versöhne mich wieder mit Pisaflor und Emporion, die ich eigentlich eh schon dreimal gelobt habe. Die Teilnahme am Felsschmettern kostet 20 Beeren, die gibt's nicht umsonst. Dann folge mir, es geht los. Oh, herrlich. Kostet das einfach mal was? Ja, natürlich. Er will, dass ich ihm auf die Fresse haue oder so, aber Felsschmettern müssen wir Geld geben. Lowcock. Verschmettern nur alle Felsgeschosse, um Punkte zu kassieren. Mindestleistung 1000. Diese Mindestleistung, du kannst verkacken, wie du willst. Du triffst immer die Mindestleistung. Habe ich festgestellt. Halte ich mich für den aufrecht. Bei Spielungen heißt es Feuer frei. Aha. Weitere Punkte, die du rechtzeitig die Gewinnung schwingst, wenn dann ein Fels auf dich zukommt. Ein Fels verlehnt dich kurzzeitig. Schütte die Gewinnung wieder, okay. Du hast alles in Zerschmettern, so viele Felsen wie möglich, so viele Punkte zu schaffen. Chirox-Knocknodon. Wie sieht's denn so stressig? Ich nehme, denke ich... Knocknodon. Nee, Knocknodon! Weil Knocknodon ein cooles Mann. Ich hätte Progenta genommen. Da gab's doch Progenta gar nicht, oder? War das nicht dein Lieblingsort? Ich weiß es nicht. Okay, dann wollen wir mal ein paar Felsen zerschmettern. 18.000 Punkte für die Bonusleistung. Schaffst du das? Nein, weiß ich nicht. Das ist wieder genauso was, das wäre wieder überhaupt nichts für mich, ne? Bäh. Ich einfach nur ausrasten. Alles, was mit der Bewegung der Nieferbelehrung zu tun hat, das würde ich aber nur auslassen. Dann siehst du, wie anspruchsvoll dieses Spiel ist. Oh mein Gott! Weil einfach Blowcock steht auch nur daneben. Und macht nichts. Meine Glieder erledigen alles. Oh, fuck! Oh mein Gott! Wow, es kann ja wirklich schwer werden. Ich glaube, du hast von jedem Stein getroffen. Dann wärst du richtig verdammt schwer. Aber du hast keine 18.000 geschafft. Wie schafft man das? Du musst, glaube ich, jeden einfach treffen. Nee, das ist nicht. Noch nicht mal die Mindestleistung! Du Lügner, du hast gesagt, wer kommt hierher! War es ja auch immer so. Oh mein Gott, wir sind einfach schlecht. Noch neu spielen. Jetzt, okay. Auf der Gegend schützt dich ein Knogger. Auf der Gegend schirmt dich ein Knogger. Ach, das ist schön. Schirm? Ich meine, ja. Du hast nicht mehr. Bam! Achso, ich hätte noch besser teilen müssen. Achso, okay. Bam! Ah, wenn du den zerschlägst, dann bekommst du mehr Punkte. Oh, das ist so ein Spiel, das könnte ich einfach gar nicht. Ah, das war gut. Das war gut. Wow. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es. Oh, verdammt. Jetzt. Woo. Woo.
Jetzt kriegst du auch richtig viele Punkte, jetzt bist du über die Bonusliste. Ja. Whoops! Spiel vorbei. Okay, ich hatte das, obwohl es Fels zerschmettern heißt, hatte ich eben nicht gecheckt, dass ich die wirklich zerschmettern muss, nicht zurückschlagen muss, weil ich halt dumm bin. Ja, aber das Alien freut sich mit uns. Das Alien, ja. Lepomentas. Das ist eigentlich cool. Ich glaube, ich hatte den Kometas noch eine lange Zeit. 250 Beeren. Wow. Die werfen dich mit Beeren. Die werfen dich mit Beeren so zu. Warum gibt es denn überhaupt eine Währung? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, doch. Pikachu! Pikachu! Ich kann nicht ernst sein. Kannst du bei dem Scheiß ja auch nicht. Niemals! Du hast tatsächlich das Felsschmettern gemeistert. Ich habe dafür 3 Jahre gebraucht. Dann haben wir keine andere Wahl, als deine Stärke anzuerkennen. Ja, jetzt kriege ich hier so ein Pimmelsplitter. Prismensplitter erhalten. Pimmelsplitter. Damit hast du 8 Prismensplitter in deinem Besitz. So wie mein Herz. Das Himmelsprisma ist die Energiequelle des Himmelsgartens. Es heißt, es halte den Frieden und das Gleichgewicht im Pokepark aufrecht. Ich dachte, mit der Macht des Himmelsprismas könnte ich alles übel vom Pokepark verhalten. Ja, und den Streit anfängst. Ja, natürlich. Aber du bist für diese Aufgabe wohl besser gegangen als ich. Lisa, Flo, Empoli und ich werden mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass sich alle Pokémon im Pokepark wieder versöhnen. Hol dir die übrigen 6 Splitter und beschütze den Pokepark. Also machen wir eigentlich doch nichts. Wahnsinn. Das ist mein Text. Entschuldigung. Wahnsinn, Pikachu! Das ist echt unglaublich! Lugok liegt das Schicksal des Pokémons ganz alleine in deine Hände. Auf meine Hilfe kannst du zählen. Na gut, dann gehe ich mal zu Endivia und Blinfa am Treffpunkt. Wir treffen uns dort! Ich kann sagen, der hat jemand gesagt, auf seine Hilfe können wir zählen. Ja, wir dürfen speichern. Wow. Nicht speichern. Auf gar keinen Fall was anderes drücken. Ja, nicht. Okay, dann ist jetzt Lugok auf unserer Homie. Ja, der wollte sich nämlich voll einsetzen, indem er nichts tut. Indem er nichts tut, ja, richtig. Ja, dann hätte ich eigentlich, merke ich gerade, mit Sefus auch die Magma-Zone noch schnell zu Ende machen können. Das war ja jetzt echt nichts mehr hier. Aber du weißt nicht, wie viele Zonen es gibt? Doch, ich habe ja grob geguckt, damit ich definitiv mit dir und mit Sefus noch was zu spielen habe. Und ich glaube, ich hatte so Hälfte gemacht bei euch beiden. Also, müsst ihr jetzt eigentlich, also auf jeden Fall kommt noch eine Geistzone, meine ich. Noch irgendeine Zone und dann ist, glaube ich, schon Finale. Und man muss echt erst mit jedem Pokémon fangen oder verstecken spielen? Quasi, also nicht mit jedem, aber mit den meisten auf jeden Fall. Ey, war da nicht ein Dingens? Ja, hier ist ein Igelava, ein Flamara, ein Machan. Igelava. Flamara ist auch cool, ja. Wie komme ich hier nochmal raus? Da fällt mir ein, bei Pokémon Mond letztens hatte ich einen richtig anstrengenden Kampf, ne? Und zwar bin ich einem Evoli begegnet. Ich dachte mir so, geil, Evoli. Findest du auf jeden Fall. Am besten 5-fach. Ja. Und dann, also, ich prügel das Evoli runter, Evoli ruft Hilfe. Du kannst nicht zielen, weil so viele Pokémon sind da. Kann ich da keinen Ball werfen, ne? Ich nehme mich voll auf. Dann, das eine Evoli getötet, das nächste Evoli ruft Hilfe, noch ein Evoli kommt. Und das war die ganze Zeit 3-mal Evolis gekommen. Ich dachte, das ist das euer Ernst. Das ist aber gut. Das ist, du kannst damit tatsächlich seltenere und stärkere Pokémon bekommen. Du musst die immer chainen. Du musst dafür sorgen, dass die Pokémon möglichst lange am Leben bleiben und immer wieder neue Pokémon hinzurufen. Und das hinzugerufene Pokémon ist dann immer besser als das, was gerade schon da war. Ja. Wenn du das halt irgendwie 20 Mal hintereinander hinkriegst und das fängst, dann ist die Chance sehr hoch, dass du einen Pokémon halt mit richtig guten Genen und Werten kriegst und so weiter. Und dann manchmal kommen da auch Shinies halt. Tatsächlich. Ich bin ja so ein Shiny. Ich fange einfach das Erste. Ja, hätte ich auch gemacht. Das brauchst du auch nur, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, okay, ich will die jetzt krass züchten oder so. Ja, das ist mein Beruf. Pokémon-Züchter. Ja, Volltagsjob. Und jetzt macht es da. Es kidnappt Pikachu. Kreuzt es an den Bären. Ja, und diese gruselige Musik da drin. Ich wünsche einfach, der Ladebildschirm würde wenigstens was anderes als Pikachu zeigen. Naja, ich habe mittlerweile gegen Pikachu so einen Hass entwickelt, ne? Es ist einfach zu krass. Es ist zu overly used. Ja. Einfach. Okay. Mein Gott. Okay. Blinfa ist das Wesen. Okay, du machst Blinfa. Jetzt ist unsere Vierer bei mir mit Blinfa. So. Blinfa hat einen Sprachfehler. Und hat Diabetes wahrscheinlich. Und? Du kannst es trotzdem lieben. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht lieben möchte. Je nachdem, wie du die Liebe interpretierst. Achso, Blinfa dann. Ja! Pikachu sagte mir, dass ich euch hier finden würde. Jetzt musst du auch, glaube ich, auch in die Nähe sprechen. Sieh mal, ich war im Baumhaus, aber du
wir uns leichter mit einem Pokémon hier Pokémon anfreunden können. Ich versuche gerade den Ballon wieder zu reparieren. Das dauert nicht mehr lange, dann kann ich ihn mit heißer Luft füllen. Ja, mit heißer Luft kannst du ihn ganz bestimmt füllen. Spasti, ey. Und das hat die Form als riesige Entwicklung. Das wäre viel lustiger, wenn es ein Mauzi-Ballon wäre, wie auch von Team Rocket. Finde ich allerdings auch. Ja, das wäre doch viel lustiger. Oh, da ist ein Loch drin. Oh mein Gott, wie bad. Das haben sie jetzt erst gecheckt, ja? Als das Ding schon auch gut war. Ich bin doch intelligent gewesen. Ich dachte mir gleich, dass etwas damit mich dann das gerissen. Wir müssen etwas finden, damit sich das Loch flicken lässt. Der Pokéball ist so groß, dass ich bestimmt irgendwas finden lässt. Das Tier ist in greifbarer Nähe. Packen wir es an. Das ist der Homie Plaudergeil. Hallo da! Ich darf euch nur nicht einmal feiern. Beim Feiern! Guck mal, Plaudergeil, wir wissen jetzt, Plaudergeil war definitiv noch nie auf einer Party. Denn er weiß nicht, wie sich Menschen auf einer Party benehmen. Definitiv nicht. Beim Feiern, wir sind voll traurig, wenn der Ballon nicht fliegt. Ja, jetzt ist er feiern. Party! Oh Mann, ey. Aber ich habe eine. Aber ich habe eine, ja. Nachricht von mir. Du sollst die Prismen später sammeln und den Himmelsgarten liefern. Alles klar, soweit? Dann viel Erfolg. Wirklich? Dann wird Miose hier? Nee, das war woanders. Wenn Miose davon gesagt hat, war Pikachus Traum also nicht einfach nur irgendein Traum. Aber wo liegt dieser Himmelsgarten eigentlich? Eine sehr gute Frage. Das weiß ich leider selbst nicht. Ich bin dumm. Das ist immer die Geschichte. Vom Himmelsgarten sei nichts weiter als eine Sage. Traumvogel. Wo ist das? Traumvogel ist auf jeden Fall ein Geist-Pokémon, ich werde jetzt mal sprechen. Der Weg zum Himmelsgarten? Warum fragst du nicht nach einem Traummagier in der Schmuckzone am Rand? Ich bin mir sicher, jemand wie Traummagier kann dir etwas über den sagenumwobenen Himmelsgarten erzählen. Sie ist sehr belesen und weise. Wenn du zu Traummagier in die Spukzone möchtest, musst du mit Zwierlicht, dem Torwächter, sprechen. Okay, beziehlich. PKP. PKP. Oh, hier ist mein Homie Krebsboss. Du hast es so gelesen wie so eine bescheuerte Psychotherapeutin. Ja, natürlich. Hier ist Krebsboss, mein Homie. Er ist der Beste. Den kannst du sehr gut sehen. Krebskor! Ich will, dass er ausrastet. Ab und zu steht er einfach. Nein, aber ab und zu steht er einfach nur da und freut sich übers Dasein und dann sagt er: Krebskorps! Oh, das ist irgendwie süß. Oh, Krebskorps! Das ist irgendwie voll niedlich. Ja, Krebskorps ist cool. Okay, kann ich hier schon irgendwas... Da steht noch ein Bonita. Hallo. Ja, ich überlege gerade, ob ich hier was Neues lernen kann. Ihr wisst immer, wenn ich über euch spreche. Bidifas! Wenn du noch mehr Energie benötigst, dann sind wir richtig gern. Wir hören dich so wie Pfiffer. Wir hören sich tausend Bären an, fast wie gefängt, oder? Wir haben 100.000 davon, ne? Also, hey, warum kaufen wir denn nicht? Weil vielleicht die anderen was Sinnvolleres haben. Achso. Wie zum Beispiel Polita. Warte mal, du warst schon in der Marktplatz, habe ich recht? Bestimmt hast du dort auch viele starke Pokémon getroffen, oder? Aber du bist selbst auch echt stark. Ich bringe dir den Doppelsprint bei. Oh, cool. Wahrscheinlich ist es umsonst. Und die rennen einmal ums Eck. Jetzt bin ich schon mega trainiert. So, damit kannst du auch den Doppelsprint einsetzen. Oh Mann, wie geht das? Kann so im Freien als auch im Wettstreit eingesetzt werden. Drücke nach einem Sprung 1, um zum Langstreckensprung anzusetzen. Also so viele Knöpfe sind ja nicht übrig, ne? Achso, jetzt kann ich jetzt einfach. Ups. Sorry, Flamly. War halt Hammer nicht meine Absicht. Das ist einfach umgerannt. Ja, mehr. Stimmt. Ach, das kann ich nicht, oder was? Sei nicht so gemein zum Flint, was er dein Sprachgeber. So, warte, kann Elektrik mir noch was beibringen? Mach den natürlich. Entschuldigung. Ah, da bist du ja wieder. Hast du noch erkannt, welche Macht dein Donnerblitz birgt? Nach einem Treffer mit dem Donnerblitz kannst du auf der Stelle mit dem Eisenschweif oder einem Rambler nachsetzen. Eine praktische Attacke, was? Wird sie ihre Treffsicherheit erhöhen? 1000 Beeren, okay, machen wir. Gut, dann zeig ich dir einen Kniff für den Donnerblitz. Aber es erinnert mich an den Pokémon Stadium Donner. Ja, stimmt. Donner-Dynamo. Immer mit A und B, ne? Ja. Es ist nur leichter, mit deinem Donner den Gegner zu treffen. War es denn vorher schwer? Ja, irgendwie schon. Du musstest genau exakt diese Distanz haben, sonst hast du dich nicht getroffen. Ups. Jetzt hat er anscheinend einfaches Aiming. Aspiroa! Okay, es ist doch...
Danke für diese 1000 Beeren, Electek. Brauchen wir auch gar nicht. Nur dieses einfache Aiming. Du hast uns unser Leben bereichert, hast du. Komm, dann verprassen wir jetzt die ganzen Beeren. Oh, aber ich dachte, die anderen haben vielleicht noch was Besseres. Nee, glaub nicht. Bidifas! 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 Hä? Das wollte ja auf das Pikachu Steine schleppen. Das ist eigentlich voll der Sklaventreiber. Bidifas! Bidifas! Du musst ja gucken, von Rang, weil du einen Stein geschleppt hast. Ja, von Rang und Klasse. Okay. Ich muss mich jetzt nicht die Hände schmutzig machen müssen. Da ist Zürlicht. Das darfst du sprechen. Priesterin Traummagie, sich der Spuk zum Aufhält, wollt ihr wissen? Vor allem, du sprichst wie irgendwie so einen alten, wie so ein Igor von Frankenstein, ja? Und er einfach nur, Zwirrlicht! Hast du es gerade gehört? Ein beherztes Zwirrlicht! Hey! Aber er ist doch ein Geil! Ja, aber er sagt sich einfach nur, Zwirrlicht! Hör dir das an! Das passt, glaube ich, nicht. Natürlich tut sie das, aber das ist jetzt wohl nicht nebensächlich. Rotom, der Meister der Spurensuche, ist nämlich spurlos verschwunden. Ich habe schon von euren Heldentaten gehört. Bitte setzt eure Fähigkeiten ein, um Rotom ausfindig zu machen. Ich öffne nun das Tor für euch. Ich flehe euch an. Ihr müsst Rotom in Rot unbedingt wiederfinden. Zwirrlicht! Zwirrlicht? Also, ich will jetzt nochmal ansprechen, ich will es nochmal hören. Zwirrlicht! Zwirrlicht! Bevor ihr euch in die Spukzone begebt, möchte ich euch noch einen Rat mit auf den Weg geben. Aus mir unerfindlichen Gründen sind die Pokémon in der Spukzone alle besonders flink. Außer mir. Es wäre ratsam, bei Bonita euren Sprint zu trainieren. Bevor ihr dort hinaufbrecht. Haben wir doch schon gemacht. Was? Wie kommt ihr denn darauf? Nein, Bonita hat mich nicht darum gebeten, bei euch die Werbetrommel für sich zu rühren. Das Viech. Rümmeln, rühren! Zu rubbeln. Rubbeln? Zu rubbeln, ja, die Werbetrommel rubbeln. Ich verstehe vor allem nicht. Ach, hier eine Giftzone oder so. Sumpfzone gibt es, glaube ich, genau. Vor allem, es hat Bonita doch nichts gemacht. Wir haben Bonita doch nicht bezahlt. Haben wir keine Beeren bezahlt? Nein, haben wir bei Achso, weil das ein Story-Ding war, alles klar. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum wir es Werbung für uns machen. Also, dass er wollte, dass wir Werbung machen. Jetzt bin ich mal gespannt.